Thank Wunderschönen guten Tag meine lieben YouTube-Freunde. Heute mal, ja, heute ist die Gaming Bude nicht am Zocken. Heute ähm, werden wir mal ein Thema ein bisschen angreifen, ein bisschen bearbeiten, sagen wir mal so, und euch ähm, zu motivieren, was für die Büro, für Silvester, für die Tradition, für unser Hobby, unsere Leidenschaft, mal was zu bewegen, ein bisschen aufmerksam machen, was richtig ist und was halt falsch ist. Die Deutsche Umwelthilfe, ZDF und alle anderen machen gerade sehr, 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 sehr viel Trubel um um, um, um das Feuerwerkverbot wegen Tierschutz, wegen Umweltverschmutzung und um Müll, es laut. Den Aussagen sind es ja Tonnen an Müll, was eine Silvesternacht irgendwie verschmutzt, was verdreckt. Die Tiere sind halt geschädigt, sind im Kopf kaputt. Sagen wir, ich zeige euch gleich noch ein paar Andeutungen und Anspielungen. <laughs> Wie die, wie die deutsche Umwelthilfe das meinten und wie sie jetzt gesagt haben oder geschrieben haben oder auch gepostet haben und so. Ich kann so viel sagen. Ich selbst habe eine Katze. Meine Katze, die sitzt am Fenster. Sie guckt raus. Sie guckt wirklich. Es kann jetzt bescheuert klingen, aber es ist wirklich so, meine Katze guckt wirklich raus und guckt diese bunten Lichter am Himmel zu. Und fängt da auch an, irgendwie sich zu freuen. Also, die, die will mit dem Schwanz. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr dämlich, aber es ist wirklich so. Also, meine Katze ist Feuer und Flamme, sagen wir mal so. Ja. Und ja. Selbst. Ich knall gerne, alle knallen gerne und das irgendwie zu behalten und aufzuleben und weiterhin auch in der Zukunft die schönen bunten Farben im Himmel zu sehen. Die Kinder freuen sich, die Emotionen, die sind dabei. Man, man freut sich, man will die bösen Geister an Silvester vertreiben. <laughs> ich habe nicht viel Ahnung um das Thema, aber ich kann von mir auch sagen, seitdem ich mit Feuerwärtskörpern zu tun habe, habe ich mich höchstens einmal verletzt und das war, wo ich 17 war, da habe ich das erste Mal, oder 18, ich glaube, 18 war ich, da ich das erste Mal einen D-Böller in der Hand explodiert. Und ehrlich, meine Hand ist immer noch dran, ist voll schön nugget alles. Und ja, und jetzt bin ich 37. Also, wer rechnen kann, der rechnet sich das jetzt aus, wie lange das her ist. Und ja, wie gesagt, ähm, lasst es einfach mit den selbstgebauten Feuerwerkskörpern, lasst das den Profis, die da wirklich Ahnung von haben, die das Fachwissen haben, Feuerwerkskörper zu bauen und so weiter und so fort. Ich möchte da auch nicht tiefer reingehen, ich will nur, dass, wenn ihr das mal ein bisschen lässt, Feiert gemeinsam mit Familie, Freunden, Verwandten, mit euren Kindern, mit eurer ganzen Family. Habt gemeinsam Spaß an Silvester und lasst es einfach mit diesen ja, Feuerwerksgebaue, Getue und irgendwie ein auf dicker Hose zu machen und äh, ja, gemeinsam für das Feuerwerk. Das ist das Motto, wo ich euch eigentlich darauf hinweisen will, ähm, einfach Mitglied zu werden bei der PVPK. Hier habt ihr alle Fakten, alle News, alle Statistiken, die richtig sind. Nicht was ähm, ZDF, Umwelthilfe, was der Teufel was postet. Die Jungs sind flott, die sind top, die sind hoch, ist ein kleiner Verein, ist nicht irgendwie jetzt da, dass die irgendwie Millionen Euro zur Verfügung haben, so wie Umwelthilfe, die sich ja, irgendwie die News kaufen oder Fake News kaufen mit ihrem ganzen Geld, was sie da haben, mit ihrem ganzen Umsatz, aber das nur am Rande. Und wie gesagt, Mitglied zu werden ist Kostet nur 2 Euro. Und Leder hat 2 Euro unter die Gaming-Tastatur, unter die Gaming-Maus oder in den Gaming-PC oder unter der Sofaritze oder irgendwo habt ihr 2 Euro. Es sind im hochgerechnet im Jahr 24 Euro im ganzen Jahr. Und was sind 24 Euro? Da kriegt man, ja, ihr habt auch Vorteile, ihr kriegt. Ich weiß das nicht, was der da ist bekommt, aber es sind halt viele Vorteile. Da könnt ihr euch mal schaut drauf machen. Also einfach hier raufklicken, Mitglied werden. Dann habt ihr hier Umwelt. Damit könnt ihr die Umwelthilfe, alle die, die gegen Piro sind, könnt ihr mit diesen Fakten und Statistiken um die Ohren ballern. Da könnt ihr auch ordentlich Feuer geben. Nur bitte. Keine Beleidigungen. Alles bitte sachlich. Nicht irgendwie Hashtag Pyro live oder Pyro ist mein Leben oder so. Benutzt wirklich diese Sachen. Die sind wirklich, also wie hier mit Feinstaub 0,0013% an diesen Jahresbla und in Deutschland und so weiter und so fort. Ich möchte es euch jetzt nicht alles vorlesen. Da könnt ihr euch selber schlau machen und ja, so wie hier mit den Tieren. Nach 24 Stunden hat sich dieses Tier sich beruhigt. Man muss nicht unbedingt um 23 Uhr 55 oder Punkt 12 Uhr rausgehen, wenn es richtig draußen losgeht. Man kann mit dem Tier vorher rausgehen, bevor alles passiert, bevor man, ne, ihr ja, weiß. So, und dann ist hier halt, ja, die ganzen. Ja, hier ist nochmal. Ja, und bitte keine Beleidigungen reinschreiben. Bitte unterlässt das, weil es macht nur negativen Eindruck auf diese Feuerwerksbranche, auf Feuerwerk allgemein. Hier auch, ne? Da, das ist die komische Unbehilfe. <laughs> ähm, ja, hier ne? ja, hier haben die BVBK auch was reingeschrieben. Ne? Genau das, was ich meinte. benutzt einfach das, was die haben, so wie hier Pyro und so. Mach es. So, wie hier er hier, bitte sowas nicht reinschreiben, Lügen über Lügen, das bringt einfach nichts. Ich bitte euch, ähm, macht einfach Fakten und ja, so wie das Bild hier, ähm, no way, das hier ist Photoshop, das wurde bearbeitet, das sieht man an den Augen hier, an das Auge und ähm, ja. Bitte bleib sachlich, bleib konzentriert auf dem Boden, so wie hier. Hier sind jetzt ganz viele was reingekommen. Hier, das ist das war von gestern die Pressekonferenz von der Deutschen Umwelthilfe. Und dann hier halt ähm, ganz viel davon. Na und bitte, wie gesagt, ähm, Baut da keine Scheiße. Hier ist auch mal mein Instagram-Account, falls jemand das interessiert. Da, ich, da bin ich auch jetzt sehr aktiv. Auch in den gestern, so auch in den letzten Wochen, bin ich jetzt sehr aktiv. Mach jetzt viel mit für Feuerwerk. Und ähm, ich bin halt Gamer. Ich kenne mich halt mit Games ein bisschen aus, aber mit Feuerwerk kenne ich mich halt auch aus. Also werbsachlich und wie gesagt lasst diesen Alkohol weg, wenn ihr knallen wollt, dann knallt ihr, wenn ihr saufen äh, Alkohol trinken wollt, dann trinkt Alkohol. Aber dann lasst bitte diesen diese Böller weg. Weil Alkohol und Böller waren noch nie, oder sagen wir mal, Alkohol und Feuerwerkskörpern waren noch nie Freunde. Also bitte lasst diesen Alkohol oder... Lasst das komplett weg. Wenn ihr unbedingt knallen wollt, dann knallt ihr. Wenn ihr euch wegknallen wollt, dann knallt ihr euch weg mit Alkohol. Aber dann packt die Börder weg und die ganzen Freiwilligskörper. Wie gesagt, ähm, verletzungsgedingt. Hier ist auch noch was wegen Verletzungsgehabel. Also mit Freiwilligskörper mit ähm, Gliedmaßen abgetrennt und so weiter und so fort. Es sind einfach diese illegalen Böller, die ähm, ein falsches oder ein böses Licht über das deutsche Feuerwerk. Das deutsche Feuerwerk ist getestet, es ist geprüft, es ist sicher. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, es ist immer bei legen Feuerwerkskörper, ich glaube, bei Böllern ist das halt so beschrieben: auf dem Boden legen, an der an, am Ende der Zündschnur anzünden. Anzünden und sich rasch entfernen. Batterien, sichert Batterien, sichert die. Auch Batterien können mal irgendwie umkippen. Die meisten Batterien haben auch ihre Standfüße sowie Raketen. Nehmt euch eine Kiste, stellt in der Flasche rein, Rakete und dann ab dafür. Und habt auf jeden Fall einen schönen Silvesterabend ohne irgendwie sich da sinnlos zu besaufen wenn wenn ihr euch unbedingt Sinn, euch sinnlos besaufen wollt tut es einfach aber lasst ihr den Alkohol weg so das waren die letzten Worte zu das Thema <laughs> abonniert diesen Kanal like den Kanal lasst einen Daumen hoch ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben ihr könnt das Video auch teilen überall verbreitet dieses Video Lasst das Video bei Apple Explosion, bei Fireball Balloons, bei jedem großen YouTuber lasst es einfach da endlos schleife laufen. Also mit diesen Worten will ich mich verabschieden. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche und bis dahin. Man hört sich in den Streams auf Twitch und wie gesagt, den Link packe ich euch auch in der Videobeschreibung und den Twitch-Kanal auch. Falls ihr mal Lust habt, irgendwie mal ein bisschen Gaming von LS22 nächste Woche zu sehen. Ab nächste Woche gibt es wieder Content auf Twitch. Und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Abend, Tag, Restwoche bis nächste Woche. Ciao, ciao.